Macht es eigentlich Sinn, verkaufte Optionen zurückzukaufen oder sollte man sie einfach verfallen lassen? Dieser wirklich praxiswichtigen Frage wenden wir uns heute mal zu. Deswegen bleib unbedingt dran, egal ob du Anfänger im Optionshandel bist oder aber ob du schon lange Optionen handelst. Also ihr kennt das, ne? Die meisten Optionshändler, zumindest hier im deutschsprachigen Raum, nutzen ja Optionen, um diese zu verkaufen und um Prämien einzunehmen. Also das ist so der klassische Ansatz, egal ob das jetzt Spreads sind, ob das jetzt irgendwie Covered Calls sind oder was auch immer. Optionen werden verkauft und dadurch generiere ich eine Prämie. Und jetzt ist natürlich so, wenn wir uns mal die Gebührenstruktur unseres Brokers anschauen, dann fallen ja dadurch immer zweimal Gebühren an, nämlich einmal beim Verkauf der Option und zum anderen beim Rückkauf dieser Option. Und jetzt hat mich jemand gefragt, Mensch Jens, würde es denn nicht Sinn machen, dass wir einfach diese Optionen, die wir einmal verkauft haben, wo wir eine Prämie bekommen haben, dass wir die nicht einfach verfallen lassen, dann würden wir doch aufs Jahr gesehen die Hälfte der Commissions sparen bei unserem Broker. Ja, und das stimmt natürlich erstmal. Ne? Also für alle, die jetzt noch nie Optionen gehandelt haben, mal ganz kurz zur Erklärung. Also stell dir vor, du hast dir irgendeinen Wert, das kann jetzt eine Aktie sein, das können Zinsen sein, das kann ein Rohstoff sein, spielt keine Rolle. Und du sagst jetzt beispielsweise, komm, ich verkaufe hier einen Put, ne? So den verkaufst du. Und dafür generierst du eine Prämie, egal wie viel das jetzt ist. Und jetzt angenommen, hier, das hast du heute gemacht und jetzt entwickelt sich der Kurs ja so weiter oder es geht auch so, dann wird ja diese Option immer weniger wert und normalerweise generieren wir ja dann ein Limit oder setzen uns ein Limit, dass wir sagen, also angenommen, du hast hier diese Option für 1 Dollar verkauft, also Aktienoption, ne, das wären dann 100 Dollar. Und wenn die jetzt von mir aus nur noch, was weiß ich, 20 Dollar wert ist, so also 0,20, dann kaufen wir die zurück. So, und jetzt fallen halt einmal hier Gebühren an und einmal fallen hier Gebühren an. Und die Idee ist halt dahinter zu sagen, naja, wenn wir das Ding jetzt aber verfallen lassen, ne, die hat ja eine bestimmte Restlaufzeit, dann hätten wir doch eigentlich zwei Vorteile. Vorteil Nummer eins wäre, wir würden uns hier diese Gebühren sparen. Also das heißt, wir haben aufs Jahr gesehen nur noch die Hälfte der Commissions. Ne? Und das andere wäre, dass wir doch diese 20 Dollar auch noch verdienen könnten. Ne? Also wir nehmen 100 Dollar ein, kaufen für 20 zurück. Das heißt, wir haben hier unterm Strich 80 Dollar verdient, aber wir könnten doch unseren Gewinn, um immerhin auch wieder aufs Jahr gesehen, wenn wir das permanent so machen, 25% steigern und das dann noch mit weniger Gebühren. Also da käme doch viel, viel mehr raus. Ne? Und zugegebenermaßen, Diese Überlegung hat einen gewissen Charme, aber sie ist von der falschen Seite her gedacht. Warum? Nämlich sie ist wieder nur von der Gewinnerseite her gedacht. Weil all das hier, ne, also dass wir sagen, hier, wir haben weniger Gebühren und wir verdienen auch ein bisschen mehr, bezieht sich ja immer nur auf den Gewinn. Was wir allerdings beachten müssen, ist natürlich auch, wie ist es denn, wenn Optionen nicht für uns laufen, sondern wenn sie gegen uns laufen, dann kaufen wir sie ja auch zurück und wir wissen ja nie, wie sie laufen. Das heißt, sie können ja auch in den letzten 3 Tagen noch gegen uns laufen. Und jetzt gibt es dazu folgende spannende Überlegung. Und zwar, wir haben selbst einmal vor einigen Jahren eine Untersuchung angestellt und haben uns sämtliche Optionstrades der letzten 5 Jahre angeschaut, die wir getan haben. Also die wir selbst in unseren eigenen Depots durchgeführt haben. Und wir haben zu diesem Zeitraum fast ausschließlich Rohstoffoptionen verkauft. So, Rohstoffoptionen, das heißt also, wir haben verkauft Put-Optionen, wir haben verkauft Call-Optionen, also immer Verkauf. Und wir haben das relativ simpel gemacht, nämlich, dass wir gesagt haben, okay, wir verkaufen diese immer am Delta 10. Und jetzt wisst ihr, wenn ihr euch ein bisschen mit Optionen beschäftigt habt, dass der Verkauf einer Option am Delta 10 eine Gewinnwahrscheinlichkeit hat von 90%. Also 90% Wahrscheinlichkeit, dass der Trade aufgeht. So, ne? Ihr wisst, hier Delta 10 hat 90%, Delta 20 hätte 80%. Also immer, ihr könnt auch sagen 10%, dass es schief geht, 20%, dass es schief geht und so weiter und so fort. Wie lässt sich das erklären? Ganz einfach. Du hast jetzt hier eine Option oder hast jetzt hier einen Wert und jetzt, wenn du hier eine Option hast, die genau am Geld ist, also hier at the money, so, dann hat die ja hier ein Delta von 50,
naja gut, und dann egal wie die Laufzeit ist, du hast eine 50% Chance, es geht darüber oder es geht darunter. Und wenn du eben jetzt sagst, hey, ich habe mir jetzt einen Put verkauft, der ist hier unten, hat einen Delta 10, so, dann ist eben die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass es hier oben drüber endet, als wenn du eben eine 50 hast. So, so weit, so gut, Optionstheorie kennt jeder. Ne? Und jetzt haben wir Folgendes gemacht. Wir haben also gesagt, okay, wir haben uns alle diese Trades, die wir gemacht haben, angeschaut und sind da zu folgender spannender Erkenntnis gekommen. Es waren ein paar hundert Trades und ich habe so 500, bisschen was über 500 Trades oder so waren das. Ich sage jetzt einfach mal 500. 500 Trades. Und wir haben mit diesen 500 Trades ein positives Ergebnis erzielt. Ne? Und ich nenne es mal einfach irgendeine Summe, völlig egal, aber ich sage mal hier, $50.000 haben wir damit verdient. So, das war der Gewinn. Okay? Jetzt hatten wir allerdings bei diesen 500 Trades zwei ganz klare Regeln. Die eine habe ich euch schon genannt, nämlich Regel 1, Delta 10. Und Regel 2 war, dass wir gesagt haben, bei einem Verlust von 100% schließen wir die Position. Das heißt also, ne, ich habe für $300 eine Option verkauft, auf Öl von mir aus. Und wenn diese Option $600 wert ist, hat sich also im Preis verdoppelt, dann kaufe ich sie mit diesem Verlust von $300 zurück. Das wisst ihr alle, ne, mal sind das dann ein paar Euro mehr, mal sind das ein paar Euro weniger, aber im Grunde 100%. So. Oder aber, das war also jetzt hier der Verlustfall. So. Und es gibt natürlich auch noch einen Gewinnfall, nämlich, dass wir gesagt haben, hier im Gewinn, so, also wenn wir Gewinn machen, Gewinn nehmen wir mit bei 20% Restwert. Das heißt also, diese $300-Option, wenn die bloß noch $60 wert ist, kaufen wir sie zurück. So, das waren die Regeln, okay? Und die wurden auch in diesen Trades über diese mehreren Jahre konsequent eingehalten. Da gab es keinen einzigen Abweicher davon, weil das ist etwas, was wir immer schon gemacht haben und was ich auch immer allen empfehle, sei sehr, sehr konsequent mit deinen Trades. So, und jetzt kam raus hier $50.000 Gewinn. Und jetzt haben wir Folgendes gemacht, haben gesagt, was wäre denn gewesen, und das kannst du anhand von Kontoauszügen alles nachvollziehen, wenn wir diese Trades genauso gemacht hätten, allerdings indem wir einfach gesagt hätten, wir streichen hier komplett diese Regel Nummer 2. Das heißt also, wir lassen die Optionen einfach durchlaufen. Wir lassen die einfach nur laufen. Okay? Und das Spannende war, dass wir haben nur auf den Gewinn geschaut, das heißt, wir haben noch nicht mal die Gebühren beachtet, dass wir, wenn wir diesen Fall hier gemacht hätten, also wenn wir die hätten also durchlaufen können, wäre der Gewinn etwas angestiegen. Und zwar wäre der so auf circa $53.000 angestiegen. So. $53.000 Gewinn wären das jetzt gewesen. Also ungefähr, ja, wie viel sind das jetzt? So 7-8% mehr. Ne? Kann man sagen, okay, das ist ja gar nicht so viel, aber wenn du mal bedenkst, du musst dich um nichts kümmern, du setzt das Ding auf, lässt einfach laufen und du hast natürlich auch bei 500 Trades, hast natürlich auch nochmal eine ganze Menge Gebühren gespart. Ne? So. Und das war das Endergebnis. So, wie haben wir das ausgerechnet? Indem wir ganz einfach gesagt haben, okay, jede Option, die sich am Ende der Laufzeit oberhalb ihres Strikes befunden hat, verfällt wertlos und damit generieren wir die ganze Prämie. Und wenn eine Option im Geld ist, dann rechnen wir einfach aus, dann kriegen wir von mir aus den Future zugeteilt oder es gibt einen Barausgleich, den müssen wir dann schließen, wenn wir einen Future haben und das ist dann der jeweilige Verlust. So, also auch hier, damit ihr ein bisschen ein Bild habt, das einfach nochmal gezeigt. Also es gibt ja nicht so viele Möglichkeiten. Wir gehen wieder von dem Aufwärtstrend aus. Du hast hier einen Aufwärtstrend und jetzt schreibst du halt hier diese Option. Und Variante 1 ist eben hier. Das ist die Variante 1. Laufzeit ist zu Ende und du kassierst die volle Prämie. Oder aber von mir aus hier Variante 2 ist eben, das Ding geht ins Geld. Du musst die dann im Minus, wird die dann am letzten Tag aufgelöst und die Differenz zwischen dem Strike und dem hier, das ist eben dein Verlust abzüglich der Prämie. So. Und jetzt könnte man noch meinen, Mensch, weißt du was, dann mache ich das jetzt immer so. Ne? Also vom Endergebnis her hätte man ja gesagt, okay, über mehrere Jahre, über 500 Trades, dann hat das doch eine gewisse Relevanz. Macht doch total Sinn, so etwas zu tun.
Und dann haben wir uns allerdings mal die Zahlen natürlich ganz genau angeschaut und haben gesagt, okay, was sind denn so die größten Abweichungen? Ne? Und da fällt ja natürlich Folgendes aus. Erstens, was gibt es denn überhaupt für Abweichungen? Und was ist natürlich ganz klar, also hier Abweichungen. Erstens, Abweichungen im Gewinn. Wie viel sind das? Genau null. Es gibt kein einziges Mal eine Abweichung nach oben. Das heißt, dass du mehr verdienst. Logisch, weil wenn du eine Option verkaufst, $300 nehme ich ein, was ist das Maximum, was ich verdienen kann? Richtig, $300. Das heißt, du hättest natürlich nie mehr verdient als das, was du eingenommen hast. Macht Sinn. Aber es gibt natürlich hier Abweichungen im Verlust. So. Deswegen war ich nie gut in Schönschrift. So, Verlust. Ne? Und die waren extrem. Die waren extrem. Zwar ganz, 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 ganz selten, aber das ist passiert. Und also wenn du jetzt sagst, okay, du hast hier diese 300-Dollar-Option, nehmen wir jetzt mal als Beispiel, dann ist es eben vorgekommen, dass es mal einen Trade gab, der zum Beispiel dann $9,000 minus eingebracht hat. Ne? Das war also unser Maximum. Das war unser Maximum, was wir hatten. Es gab dann noch mal einen, glaube ich, so mit $5,000. Und ich glaube, dann gab es noch mal ein oder zwei, die waren so um die $2,500. So. Trotzdem am Ende, obwohl wir hier diese großen oder größeren Verluste hatten, ne, überleg dir mal, du nimmst $300 ein und machst mit diesem Trade $9,000 Verlust. Ne, trotzdem am Ende mehr Geld verdient, als wenn wir irgendwelche Regeln angewandt hätten. So. Und jetzt ist allerdings das Ding, und da haben wir sogar, beziehungsweise es ist eigentlich egal, wie die Verteilung wäre, aber du musst dir jetzt mal überlegen, was macht das jetzt? Stell dir mal Folgendes vor, du hast ja alle Trades auf einem Zeitstrahl, okay? So, hier ist jeder einzelne Trade drauf, den du nacheinander machst, okay? So, und jetzt entwickelt sich hieraus unten eine P&L, also eine Profit-Loss-Linie, ne? So, und jetzt ist die natürlich idealerweise so hier. So, wir wissen, dass das nicht so ist, sondern dass es Schwankungen gibt, aber die ist idealerweise so. Und was wir aber festgestellt haben, war, dass bei den Trades, die wir hatten, die auch, wenn wir sie hätten laufen lassen, genauso gegangen ist, aber dass wir eben zwischendurch mal hier einen wirklich sehr, sehr starken Einbruch hatten. So, und dann hatten wir nochmal kurz vor Schluss einen sehr, sehr starken Einbruch. Ich glaube, der große Verlust kam dann irgendwann am Ende hier. Der theoretische Verlust, den wir ja in der Realität nicht hatten. Ja? Und da können wir sagen, ja, ist ja kein Problem, dann warst du eben schon bei, keine Ahnung, bei 60.000 Gewinn oder bei 70.000 Gewinn und dann verlierst du halt, bist du ja wieder da. Und das ist aber eben der ganz, ganz große Denkfehler. Warum? Wir hatten jetzt, das Konto war mehr als groß. Ne? Das heißt, also es hat überhaupt kein Problem gehabt, das hätte auch diese $9,000 völlig entspannt ausgehalten. Das Problem, was aber viele haben, ist, dass sie erstens mit viel zu kleinen Konten agieren. Und jetzt gehen wir mal her und sagen, guck mal hier, wenn wir sagen, wir haben $300 Prämieneinnahme, $300 Prämie, und du hast beispielsweise ein 30.000er Konto, okay? So, dann ist das hier gerade mal 1%. Also das heißt eine Prämie, wo du sagst, okay, alles okay. Na? Und wenn du jetzt mal bei 100% schließen musst, also machst 300% minus, 100% minus auf diese einzelnen Trade, na, dann verlierst du hier 1%. Kein Problem. Jetzt ist aber Folgendes, nämlich, was ist denn, wenn gleich einer der ersten Trades diesen Verlust macht? Das heißt, stell dir vor, du weißt es ja nicht, ne? Also hier nochmal zurückgegangen, dieser Zeitstrahl, könnten wir jetzt ja auch so machen, dass wir sagen, okay, komm, mit grün machen wir jetzt alle Gewinne. Das sind also hier, das sind alles Gewinner. So, und dann kommt eben mal irgendwann hier, kommt mal ein Verlierer. Und dann geht es hier weiter mit Gewinnern. Und dann kommt wieder mal ein Verlierer. So, und dann geht es wieder weiter mit Gewinnern. Ne? So, und da denkt man ja auch, okay, so ist das. Aber was natürlich genauso sein könnte, wäre Folgendes, nämlich, dass du hier anfängst, machen wir das mal ganz dick, und dass du sagst, okay, allererster Trade, das wird gleich dieser große Verlierer. Und diese Zahl hier, die ich dir genannt habe,
diese 9.000, 5.000, 2.500 zweimal, das sind ja insgesamt 9.000 und nochmal 10 dazu, weil das hier war zweimal, ja, das sind also dann 19.000. So, und jetzt könnte es ja durchaus sein, dass das hier passiert. Ja, dass gleich deine allerersten 4 Trades schiefgehen. Du weißt es nicht. Du kannst es nicht wissen, weil jeder Trade ist quasi ein Münzwurf. Langfristig funktioniert deine Strategie, aber du weißt eben nicht, funktioniert der nächste Trade. Hast du überhaupt keine Ahnung. So. Und dann hätte es eben passieren können, dass du von diesen 30.000 vielleicht auf 11.000 in unserem Beispiel runterfällst. So. Und jetzt kommt der Knackpunkt. Dann bist du gar nicht mehr in der Lage, den Gewinn wirklich zu machen. Weil, stell dir vor, du verkaufst weiterhin 300 Dollar Optionen, dann sind das ja jetzt schon ungefähr 3%. So, mal abgesehen davon, dass du hier einen Drawdown hast von ungefähr 65%. So, du bist 65% im Minus, aber plötzlich sind die Positionen viel zu groß. Das heißt, was du jetzt machen musst, ist Folgendes. Du kannst eigentlich jetzt bloß noch hergehen und kannst sagen, okay, ab sofort verkaufe ich bloß noch 400 Dollar Optionen. Und dann kommst du nicht mehr weiter, dann kommst du nicht mehr voran. Na? So, vom Mentalen her mal ganz abgesehen, stell dir mal vor, du hast 30.000 Euro, nach 4 Trades hast du bloß noch 11.000. Du sagst, ja, kein Problem, ich weiß doch, dass es langfristig funktioniert, mache ich mal so weiter. Macht kein Mensch. Na? Und deswegen ist diese theoretische Idee, die manche haben, die dann sagen, ja, okay, ich lasse mal einfach laufen, ne, spare ich doch Haufen Gebühren. Wann kommt immer so eine Idee? Ich kann dir sagen, wann so eine Idee kommt. Immer dann, wenn die P&L so hier ausschaut. Wenn die gerade gut ausschaut. Siehst du, es funktioniert doch alles. Siehst du, es funktioniert doch alles. Siehst du, es funktioniert doch alles. Ne? So jetzt so ein bisschen wie die letzten 2-3 Monate im Aktienmarkt. Die letzten 2-3 Monate im Aktienmarkt waren sensationell, um Aktienoptionen zu verkaufen. Es hat quasi alles funktioniert, wenn du es richtig gemacht hast. Ne? Also wenn du es richtig gemacht hast, waren die letzten 3 Monate quasi ein Durchläufer. Du hast ganz wenig, wo du korrigieren musstest. Es ist fast alles durchgelaufen. Oder Anfang des Jahres war das so bis zum Sommer ungefähr mit Öl. Öl war so simpel zu handeln. Du hast quasi jeden einzelnen Trade ins Plus gekriegt. Ne? War total easy. Aber wir wissen ja, dass das nicht immer so bleibt. Und deswegen kann es auch sein, wir fangen genau hier an. Oder wir fangen genau hier an. Und das ist eben das große, große Handicap. So, Learning aus dieser Sache. Auch wenn es dir vielleicht gerade als Einsteiger manchmal sinnlos erscheint, dass du deine Positionen bei 100% Verlust schließt oder bei 200% Verlust. Aber irgendwo musst du sie halt schließen, weil du eben nicht weißt, wie weit fällt das Ganze noch. Ganz häufig passiert dir Folgendes. Beispielsweise sieht es so aus, du verkaufst hier einen Put, der Markt geht ganz kurz hier runter, ist bei Weitem noch nicht am Strike und du hast aber hier 100% Minus. Ne? Oder von mir aus 200% Minus. So. Und deswegen sagst du, ah, verdammt, jetzt hier Exit. Raus mit dem Trade. Ne? Und dann siehst du das hier. So. Und denkst du, ah, ich Blödi, habe jetzt hier wieder einen Verlust gemacht. Ne? Wäre ich doch drin geblieben, wäre doch am Ende wieder ein Gewinner geworden. Und dann passiert vielleicht sogar das Allerdümmste, nämlich beim nächsten Mal machst du es so. Und dann passiert genau das. Du bist hier im Minus. Dann hältst du es aber aus. Und dann passiert das hier. Und dann sagst du, oh, super, siehst du, du musst einfach nur durchhalten. Und dann machst du das ein paar Mal und eines schönen Tages passiert das. Und die Aktie, der Rohstoff, was auch immer, rennt so weit ins Minus, dass du so einen auf den Deckel kriegst, dass du raus aus dem Spiel bist. Und das ist das große Learning aus der Sache. Verlustbegrenzungen, Gewinnmitnahmen bei Optionen und so weiter sind nicht für dein Ego da, sondern die sind dazu da, damit du langfristig im Spiel bleibst. Weil dir nützt es überhaupt nicht, wenn du eine gute Strategie hast, diese aber nach ein paar Monaten nicht mehr umsetzen kannst oder nach ein paar Jahren, weil du pleite gegangen bist. Und es gibt viele, viele Beispiele davon, von Leuten, die jahrelang mit Optionen Geld verdient haben und dann, weil sie irgendwelche Dummheiten machen, aus dem Spiel rausfliegen. Und deswegen, wenn du jemanden triffst, der sagt, ich mache schon 10, 15, 20, 30 Jahre lang Optionen, Verkaufoptionen, ne? Und ich kenne solche Leute, bin ja selber mittlerweile einer, der das schon ist mittlerweile auch schon fast 20 Jahre macht, ne? Also nur Optionen. Und wenn du jemanden so triffst, der so lange im Geschäft ist, dann kannst du mit ganz großer Sicherheit annehmen, dass diese Leute immer wissen, wie man Verluste reduziert, beziehungsweise, dass man bei Verlusten, wenn sie noch klein sind, rausgehen muss
und dass nicht das Ego die Oberhand gewinnt, dass man sagt, ach, dieser eine Trade muss jetzt durchgehen. Der eine Trade ist vollkommen egal. Ja? Ganz wichtig. Und deswegen schreib mir das gerne mal in die Kommentare, wie du das machst. Bitte abonniert diesen Kanal. Ich weiß, dass ganz viele Leute jetzt wieder hier zuschauen, aber diesen Kanal nicht abonniert haben. Ja? Mensch, wir beleben den. Also los, Abo da lassen. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Okay? Danke fürs Zuschauen. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.